Natürlich! Ha! Natürlich! So geht das. Gut, erstmal die Spitzhacke einstecken und dann... Hä? Höre ich Geräusche hier? Und wofür ist der Kran? Vielleicht soll ich doch mal ganz kurz hier reingucken. Nee, so komme ich nicht weiter. Aber ich werde jedes einzelne, was ich finde, auf jeden Fall kaputt schlagen. Inklusive dem da. Die Musik hier ist so strange mal wieder. Oh Gott. Aha! Warum kann ich nicht hier durch? Vielleicht kann ich durch... Oh nein, 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 nicht kaputt machen, nicht kaputt machen. Ja, so geht's durch. Gerade aus reiner Neugier noch hier kurz. Und dann sind wir hier. Schön, schön, schön. Aber jetzt gehen wir erstmal dahin nach hinten. Weil da war ich noch gar nicht. Drei Hebel und eine Laterne. Ich denke, ich kann diesen Dingern vertrauen. Immerhin lebe ich noch. Aber welcher Zweck erfüllen sie? Was könnte ihre Aufgabe sein? So, Spinde. Oh. Die Sagenwelt der Inuit. Ein Blick in die Zukunft aus Sicht eines Christen. Veröffentlicht 1903. Im Laufe der letzten letzten 100 Jahre erfuhren wir eine Art religiöse Offenbarung. Immer mehr Kaladit... Kaldalit oder ähnlich. Und insbesondere Inuit wandten sich auf der Suche nach Erleuchtung dem Christentum zu. Der Zweck dieses Schriftstücks ist deshalb das Erforschen und der Wurzeln unseres traditionellen Glaubens und auf die Aufdeckung von vielen Parallelen zwischen ihm und dem christlichen Glauben. Deshalb möchte ich auf diese Niederschrift auch auf Deutsch und nicht in unserer Muttersprache Kalalusit verfassen. Es ist das Wort Animag, oh Gott. Oi, 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 oi. Also, ich werde mir das jetzt nicht durchlesen, das mache ich in aller Ruhe. Ich will jetzt weiterspielen. Und ihr könnt mich hier... jede einzelne Seite pausieren. Aber es geht auf jeden Fall um Religion und das ist nicht so ganz mein Thema. Ah, okay. Leer. Drei Hebel. Was bewirkt der erste? Der erste bewirkt das. Aha. Ich habe da so meine Theorie, was meine Aufgabe ist. Was bewirkt der zweite? Aha. Aha. Ich muss nur gerade kurz gucken und checken, inwieweit das für mich passt. Willst dich höher gehen, Kiste? So! Wenn das das Rätsels Lösung ist, dann bin ich mit dabei. So, wollen wir mal gucken, wo wir hier rauskommen. Oh, helles Licht. Nicht da runterfallen. Oh Gott sei Dank, ich bin nicht runtergefallen.
Auf jeden Fall komme ich jetzt hinter dem Ding, was mich getötet hat, raus. Sehr schön. Das ist ein Bingo. Sagt man das so? Ist das ein Bingo? Ich habe Sprit aufgesammelt. Schön. Schön. Ich habe Sprit aufgesammelt. Liegt da unten noch irgendwie was? Nö. Jetzt hoffe ich nur, dass ich auch wieder da hochkomme. Weil sonst habe ich ein Problem. Ich kann ja jetzt den Weg auch nicht durchgehen. Oh, blöd. Oh, blöd. Na komm. So wird das nix. Vielleicht so? Jawohl! Nein! Blöde Kiste! Das ist physikalisch falsch, aber... Es hat funktioniert. Ich bin hier raus. Ich habe Benzin und ich habe das andere Zeug. So. Genau. Da bin ich richtig. Noch kurz die anderen Schächte durchsuchen. Da oben ist ja auch noch einer. Vielleicht komme ich aber auf anderen Wege dahin. Weil da drüben war ja auch noch ein Schacht. Den wollte ich noch auch noch durchsuchen. Ist sonst noch irgendwo einer? Kein Schacht mehr hier. Gut, dann gucken wir mal, was da drin ist und wohin der mich führt. Hoffentlich hat es sich auch gelohnt. Nein. Hat es das nicht. Allerhöchstens. Ich kann das damit schleppen. Na komm. Ups. Na. So will ich es doch gar nicht hingestellt haben. Na. So komme ich nie hoch. Nie im Leben. Meinen, was ich noch ausprobieren könnte, und das mache ich jetzt auch. Es irgendwie hier durchkriegen. Wirst du wohl? Der wird nicht wohl. Ah, vielleicht doch. Haha, I'm so genius. Na komm, es geht um den letzten Schacht. Jetzt doch irgendwie das Ding gerade kriegen? Das ist so falsch. Aber egal. Ich bin durch! Wirst du wohl? Wirst du wohl? Was hält dich auf? Krieg doch durch! Junge! Das ist nicht lustig. Kriech durch, Mann. Woran hakt's noch? Ist doch nicht zu fassen.
jetzt brav nach oben. So, das hat funktioniert und es hat nichts gebracht. Na super, das war aber mir die Erfahrung wert. Gut, wir haben Sprit und Dingsbums. Das heißt, ich muss noch mal kurz einen Blick auf die Landkarte werfen. Ja, Hundi, ich höre dich. So, Tool Shed, Auxiliary Shed, Keepener. Ich muss also zu diesem Dingsbums da, Auxiliary Shed. Da versuche ich mich jetzt noch durchzuschleichen. An diesem Hund vorbei. Auxiliary Chef. Die Frage ist nur, wo ist der Köter? Der müsste, wenn dann, irgendwo da in der Gegend lauern. Sehen tue ich ihn gerade nicht. Oh, da ist er. Er kommt in meine Gegend, ne? Hundi. Hundi Kusch. Hundi Kusch. Kuschhund. Hundi ist Kusch gegangen. Jetzt hoffe ich, dass mir das hier irgendwie weiterhilft. Das habe ich mir notiert. Was hast du dir notiert? Persönliche Notizen. Ich habe eine Gittertür entdeckt, die tiefer in den Gebäudekomplex ist. An der anderen Seite blockiert allerdings ein Stück Holz die Tür. Ich muss versuchen, das Holz zu verschieben. Ein Stück Holz? Wo? Wie soll ich das Holz da verschieben? Huhu. Vor allen Dingen, da der Wauwau da ist. Wauwau? Wauwau hat mich Gott sei Dank nicht gesehen. Wie soll ich dieses Holzstück verschieben? Bitte, bitte. Hihi. Was war das jetzt? Ich bin durch. Ich bin durch. Oh. Das ist das Wichtigste jetzt. Und es knurrt schon wieder. Aus welcher Richtung kommt das Knurren? Oh je. Gar nicht gut. Mein Hals kratzt jetzt ganz gewaltig. Deswegen beende ich die Aufnahme jetzt mal an dieser Stelle.